Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Premiere des Films Der Greifer in seiner digitalen Fassung. Mein Name ist Thomas Worschech, ich bin der Leiter des TIFF-Filmarchivs. Und bitte Sie zu entschuldigen, meine Stimme ist etwas belegt, ich war erkältet in den letzten Tagen. Der Film des heutigen Abends wurde am 17. September 1930 erstmalig in Berlin im Ufertheater am Zoo gezeigt. Und darüber schrieb der bekannte Filmkritiker Kurt Pinthus 2 Tage später im Berliner 8 Uhr Abendblatt: Tempo und Technik, beides beherrscht der Regisseur Eichberg. Der Greifer ist Hans Albers, der höchst ergötzlich seine buschikosen Schnorrigkeiten schnarrt, seine schlanke Gestalt, seine charmant schlaksigen Gesten, sein durchtriebener Blick erfreuen das Herz aller Besucherinnen. Die Männer hingegen werden sich mehr an Charlotte Sousa erfreuen. Wahrlich eine der schönsten Frauen, die jemals auf der Leinwand gesichtet wurde. Und der Beifall über Eichbergs Film war fast so spontan wie der über den letzten Mickey-Maus-Film. Und das will was heißen, soweit der Kritiker Pinthus. Seit 1915 hatte Hans Albers, 1891 als Sohn eines Hamburger Schlachtmeisters geboren, in zahlreichen Stummfilmen gespielt, meist mittlere Nebenrollen, zwiespältige Charaktere und war als Lebemann, Verführer, Hochstapler oder Verbrecher zu sehen. Dann ließ ihn der Regisseur Karl Fröhlich im Tonfilm Die Nacht gehört uns von 1929 als Rennfahrer und Liebhaber auftreten. Eine positive Figur, wie man sie von Hans Albers bis dato kaum kannte. Und, ein weiteres Zitat, er hat als ein unbefangener, frecher Kerl die Tonfilmsprache erfunden, so der Filmhistoriker Rudolf Arnheim bereits 1931. Er murmelte Trostgeräusche, er streute unverständliches Zeug zwischen die Zeilen, allerlei akustischen Kehricht, halbe Wörter, kleine Seufzer, befriedigtes Gebrumm. Denn er fühlte, dass es zu den Aufgaben des Tonfilms gehörte, die Sprache in die übrige Welt der Geräusche einzuordnen. Zitat Ende. Ein anderer prominenter Regisseur der Weimarer Republik, der umtriebige Richard Eichberg, der Regisseur des heutigen Films, ein Hans Dampf in allen Gassen mit nicht enden wollender Lust am Kolportage-Kino, knüpfte sogleich daran an. Für den Greifer besetzte er Albers als Sergeant Gross auf der Spur einer Gangsterbande, die Überfälle und Morde begeht und es auf wertvolle Juwelen abgesehen hat. Hans Albers war einer der wenigen, die den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm überstanden, da er Mimik und Sprache in gleichem Maße beherrschte. Tatsächlich katapultierte der Film seinen Hauptdarsteller an die Spitze der deutschen Kinostars. Bereits Der Greifer verweist in vielerlei Hinsicht auf das, was bald Hans Albers Markenzeichen wird: die strahlende Vitalität, der artistische Wagemut, die leichthändische Beschwörung jenes Glücks, das ihm immer dann hilft, wenn er in eine Falle tapst. Fortan erhält Albers Hauptrollen und tragende Nebenrollen. Schnoddrig und zynisch spielt er strahlend freche Draufgänger, etwa als Artist in Der blaue Engel von 1930 mit Marlene Dietrich und verwegene Abenteurer wie in Bomben auf Monte Carlo von 1931. Mit dem Abenteuerfilm FP1 antwortet nicht, feiert Albers 1932 seinen bis dahin größten Kinoerfolg. Jetzt noch etwas zu der Hauptdarstellerin Charlotte Sousa, die am 1. März 1898 geborene Charlotte Sousa, die der Filmkritiker Pinthus im Anfangszitat als die schönste Leinwanddarstellerin der damaligen Zeit beschreibt, feiert in den 20er Jahren Erfolge in den großen Revuen des Berliner Admiralspalast. Später verlegt sie sich mehr auf Theaterrollen. 1929 spielt sie bei den Heidelberger Festspielen die schöne Helena. Danach wirkte sie auf weiteren Berliner Theaterbühnen. Ab 26 tritt Charlotte Sousa auch als Filmschauspielerin auf. Im Film repräsentiert sie die Femme Fatale, moderne, raffinierte Damen von Welt, mehrfach als Agentin oder Kriminelle wie in der Titelrolle von Der Tiger besetzt, wo sie eine Einbrecherin und Mörderin spielt. Oder eben im Greifer, in dem sie eine Revuesängerin gibt. Von 1932 bis 1934 steht sie bei MGM in Hollywood unter Vertrag. Ihre Ankunft in den USA wird in der Fachpresse mit großen Erwartungen zur Kenntnis genommen und Charlotte Sousa wird gar als potenzielle Nachfolgerin von Greta Garbo gefeiert. Sie hielt aber, wie so Fall vieler anderer in Hollywood, keine Rollen und kehrte bald nach Deutschland zurück.
Als sie nach einer Nebenrolle in der deutschen Produktion Der Gasmann von 1940 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle auch in Deutschland keine Filmangebote mehr erhält, kehrt sie wieder auf die Theaterbühne zurück und wird auch in keinem weiteren Film mehr spielen. Der Regisseur und Produzent Richard Eichberg, der 1888 geboren wurde, zählt zu den wichtigsten Filmemachern in der Weimarer Republik. Seine Filme sind die Publikumslieblinge der Zeit. In den 20er und 30er Jahren gehört Eichberg bis zu seiner Emigration in die Schweiz zu den zentralen Figuren des deutschsprachigen Genrekinos. Die Palette des als Berliner Original bekannten Regisseurs und Produzenten erstreckte sich dabei von Sensationsmelodramen über Kriminal-, Spionage-, Historien- und exotische Abenteuerstreifen bis hin zu musikalisch beschwingten Operetten und Varietéfilmen. Eichberg entdeckte Stars wie Lee Perry, Lillian Harvey. Er drehte mit Paul Wegener, Willy Fritsch, Anna May Wong, Hans Albers und Heinrich George. Filme wie Mona Wanner von 22, Die keusche Susanne von 26, Der Greifer von 1930 oder Der Tiger von Eschnapur und Das indische Grabmal beide 37 setzten für ihre Zeit internationale Standards populärer Filmunterhaltung. Vom Publikum geliebt, von der Kritik als Meister der Kolportage teils heftig angegriffen, teils leidenschaftlich verteidigt, stand der Name Eichberg synonym für ein modernes Kino der bewegten Massen und exzessiven Emotionen auf und auch vor der Leinwand. Der Greifer wurde als britisch-deutsche Koproduktion gedreht. 1928 geht Richard Eichberg nach London, um in den Elstree Studios der British International Pictures als einer der ersten deutschen Regisseure Tonfilme herzustellen. Er wählt die Londoner Studios, weil die Tonfilmtechnik dort fortgeschrittener als in Berlin ist und er tut gut daran. Die Tonapparaturen mussten schließlich in der Lage sein, bei langen Kamerafahrten und schnellen Schwenks am Ton zu bleiben und die entsprechenden Geräuschkulisse zu liefern. Eichberg setzt auch Töne aus dem Off ein, etwa Schreie und Schüsse. Die Verfolgungsjagd über den Schürboden aufs Dach eines Theaters, mitten hinein in den Londoner Nebel, gehört zum rasantesten, was der frühe Tonfilm zu bieten hat. Hergestellt wurden in den Londoner Elstree Studios sogenannte Mehrsprachversionen, also Filme, die in der Anfangszeit der Tonfilmära in verschiedenen Sprachversionen gedreht wurden, um die Filme besser exportieren zu können. Der erfolgreichste dieser in mehreren Sprachversionen gedrehten Produktionen ist Der Greifer in der deutschen Fassung. Der Film wurde mit deutschen Schauspielern für den deutschen Markt und für den englischsprachigen Markt bei inhaltlich gleichen Szenen mit englischsprachigen sogenannten Double-Darstellern gedreht. Dies gilt allerdings nur für die Haupt- und Nebendarsteller, die Komparsen waren in beiden Sprachversionen identisch. Jetzt noch ein paar Worte zu der Digitalisierung. Für die im Jahr 2016 erfolgte Digitalisierung des Films stand uns leider kein Originalkamera-Negativ zur Verfügung. Es existiert noch eine zeitgenössische Nitro-Kopie erster Generation im Bestand des Bundesarchiv Filmarchiv, die wir nutzen konnten. Für die Tonbearbeitung haben wir uns für einen von der Kirchgruppe analog bearbeiteten Ton auf Magnetband entschieden, der heute der vollständigste und besterhaltenste Ton des Films ist. Fehlstellen des Magnettons wurden mit Hilfe des vorliegenden Lichttons aus dem Nitro-Positiv des Bundesarchivs ergänzt. Leider war das Bildausgangsmaterial in keinem guten Zustand. Das Nitro war durchgängig verregnet und wies Laufschrammen und Querschrammen auf, zum Teil werden Sie das auch noch sehen. An manchen Stellen befanden sich seitlich Abdrücke der Projektoren Zahntrommeln. Daneben gibt es Bildschäden, zum Teil mit Bildverlusten, Bildrisse sowie Klebestellen. Die Kopie wies Dichteschwankungen auf und hatte einen unruhigen Bildschrankstand durch unregelmäßige Austrocknung. Und als letztes Schadensbild befand sich an mehreren Stellen reparaturbedingt ein schwarzer Balken über einen Teil des Filmbildes. Für die Bearbeitung wurde der Originalfilm mit der Chemikalie Isopropanol in einer Filmwaschmaschine gereinigt und anschließend in der Auflösung 2K, also in 2048 x 1536 Pixel pro einzelnen Filmbild, gescannt. Das Bildformat, also das Verhältnis Bildhöhe zur Bildbreite, wurde gemäß dem historischen Original im Format 1:1,19 festgelegt. Alle weiteren Bearbeitungsschritte wurden ebenfalls in der hohen Auflösung 2K ausgeführt. Die Dichteschwankungen wurden ausgeglichen und der Kontrast angepasst. Die fehlenden Bildteile bei den schwarzen Balken wurden mittels Interpolation ergänzt. Rausch- und Schmutzfilter, die das gesamte Bild betrafen, wurden dezent angelegt, um keine bildwichtigen Informationen in Mitleidenschaft zu ziehen. Die
sehr unruhige Bild stand, beziehungsweise die Bildruckler, wurden durch manuelle Anpassungen minimiert. Manuelle Retuscharbeiten an Einzelbildern wurden vorgenommen, an den sichtbaren Bildschäden wie den Klebestelleabdrücken, den Laufschrammen, den Querschrammen und den weißen Schmutzpünktchen. Ziel der Digitalisierung war die Verfügbarkeit des Films für den Kinoeinsatz mit digitalen Verleihkopien, den sogenannten DCPs in 2K-Auflösung. Und ein solches DCP werden wir heute sehen. Die Digitalisierung wurde unterstützt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Förderprogramms Digitalisierung des nationalen Filmerbes 2016. Dafür bedanken wir uns und uns wünsche ich einen spannenden Kinoabend. Viel Spaß!